Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Im letzten Part haben wir ein bisschen was gemacht. Gar nicht mal so viel, kam kein großer Angriff oder sowas. Wir haben die Leute begraben und ein bisschen gejagt und ja, was man halt so macht, um eine Kolonie am Leben zu halten. Und er quält schon wieder Hasen mit seinem Prügel, mit seiner Pistole. Oh Mann. Immerhin triffst du irgendwann. Das ist schön. Sehr gut. Wir bauen hier, das ist super. Ich würde sagen, wir geben den Befehl, noch mehr abzuholzen. Ist ja nicht so, als ob hier irgendwelche Waldgeister oder sowas dadurch entstehen könnten. Okay. Ich würde hier auch gerne noch, ja, wisst ihr was? Wartet mal. Wir könnten einfach sagen, Strukturen. Nee, wartet mal. Ich möchte erstmal den Befehl geben, den Kram hier wegzutragen. Dann möchte ich den Befehl geben, Stromerzeugung zu machen. Wartet. Stromerzeugung. Ja, das habe ich versaut hier. Ich könnte so rum machen. Das ginge. Das würde gehen. Dann mache ich hier eine hin. Und dann da noch eine hin. Dann hätten wir eine richtig gute Stromversorgung. Dann muss nur die Mauer ein bisschen weiter weg noch. Hau das mal weg. Und reißen den Kram wieder ab. So, und jetzt sagen wir einfach, ich sehe gerade nicht, wie groß das sein muss. Wartet mal. Das ist ein bisschen umständlich teilweise, aber naja. Wird sicher noch gefixt. Also bis dahin muss die Mauer. Mauer hier. Ich denke mal, das dürfte so gehen. Zap. Läuft. Wunderbar, dann hätten wir nämlich auch noch da mit Versorgung. Und der Kram kommt weg. Und haben hier ein bisschen mehr Platz. Was ich ganz gut finde. Müssen wir nur sehen, dass es das jetzt auch bald mal vonstatten geht. Und hier hätte ich auch gerne ein bisschen mehr. Vielleicht hier außen noch welche? Hier zumindest noch eins hin wäre vielleicht ganz gut. Wir können hier auch mal eine Tür kurz reinbauen. Keine Materialien. Ah gut, die essen ihr Zeug bei mir am Tisch, nicht mein Zeug. Wenn sie an mein Zeug gehen, dann gibt's Hau. Ich habe nur 9. Das ist nicht wirklich viel. Okay, wir haben noch ein paar Sachen nicht geschlachtet. Da haben wir aber nicht mehr viel Fleisch übrig. Aber konnte nicht anwerben, schade. Das heißt, ich muss jetzt nämlich schon wieder jagen gehen. Und da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so den Bock drauf. Weil das Viehzeug, das ist halt jetzt das Blöde bei uns. Was ist denn das? Silber? Silbererz. Weil das Viehzeug halt ein bisschen außerhalb jetzt ist. Keine größeren Gruppen von Schweinen angreifen, bitte. Okay. Dich können wir auch noch angreifen. Die Besucher verlassen die Kolonie, ist okay. Könnt ihr machen. Tschüss. Was hast du angegriffen? Hm. Oh, die Biber sind da. Alle erledigen, jetzt. Ja, zumindest eine gute Möglichkeit für Awak ein bisschen Jagderfahrung zu sammeln. Wer ist denn da dran? Awak? Oh, sehr gut. Super gut, so gefällt mir das. Die sind alle durch Pappel blockiert, durch Pappel blockiert. Die werden noch nicht so viel bringen, aber wir können ja einfach sagen, weg mit dem Scheiß. Und setzen hier dann überall noch Solarzellen hin. Dann läuft das. Automatisch. Warte, das muss noch weg und die muss dahin. So. Damit sich auch nichts mehr da blockieren kann. Und das geht nämlich. Die blockieren nämlich nicht die Solarzellen den Wind. Es steht eigentlich verkehrt rum, aber das ist halt, ne, weil das schon so stand und so. Und
Wir brauchen aber dann noch mehr davon. Noch mehr Batterien. Vielleicht sollten wir hier Batterien reinbauen. Aber das ist halt blöd. Hier kann man nicht einfach das Dach wegmachen. Ich glaube, ich mache hier noch einen Batterieshack hin. Strukturen. Jetzt wollen wir ausnahmsweise mal eine Stahlwand. Ach, das ist Schlamm wieder. Das ist Kacke. Das im Schlamm gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Kann ich da wieder nicht hinbauen. Dann machen wir es einfach hier hin. So, und sagen dann einfach Pfähle abbauen. Das ist zu viel, wir brauchen eigentlich nur so viel. Wir machen dort halt Batterien hin ohne Ende und sagen hier aber unbedingt noch, wir brauchen eine Tür. Aber ich mache nochmal eine Autotür, oder? Ja, müsste gehen. So oft will man da nicht rein. Dass wir da eine Autotür bräuchten, ne? Oder eine Holztür rein, weiß ich, wo ist. So, wunderbar. Läuft. Aus irgendeinem Grund macht keiner hier die Pflanzen wieder richtig. Das ist ein bisschen schade. Wer ist denn dafür zuständig? Die Anbausaison hat begonnen. Schäbiger Blumentopf auch noch. Ein schlechter Blumentopf und ein guter Blumentopf. Ja, toll. Der hat den guten. Nee. Müssen wir nochmal bauen. Sind die auch? Oh, die sind auch schlecht, schäbig und übel. Müssen wir die gleich wieder hinbauen. Das ist ja doof. Die ziehen ja unseren Dings runter. Unseren Index im Grunde. Weil, schaut es euch an. Ja, macht es nicht wirklich besser. Das Ding ist doch. Das ist das Meister. Ach, ich habe das meisterhafte Bett nicht wieder zum Krankenbett gemacht, ne? Sobald der Morgen graut. Und wir haben wieder ein Feuer. Oh, natürlich. Das ist gefährlich, Leute. Aus dem Bett löscht das Feuer jetzt. Das ist unendlich gefährlich für uns. Weil das ist unsere einzige Verteidigungsmöglichkeit. Abgesehen von unseren eigenen Waffen, aber wir sehen ja, wie schnell das geht, dass wir sterben dabei. Sehr gut. Okay, er konnte nicht anwerben, aber zumindest hat er Nahrung bekommen. Das ist das Wichtigste momentan. So, da wieder eine hin, da wieder eine hin. Da wieder eine hin. Und ihr bekommt Holzblumentöpfe diesmal. Ein Gebiet freigelegt. Okay, ja. Nicht so schlimm. Ist momentan noch okay. So, wie wär's, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Böden haben? Wir legen einfach nur ganz normalen Beton dahin. Stahl haben wir genug. Und dann sagen wir, die können über die Batterien auch drüber klettern, also ist es nicht so schlimm, wenn ich das jetzt mache. Einfach alles voller Batterien. Hundi, geht's gut? Kann nämlich ganz schnell verhungern, wenn man nicht aufpasst. Ah, geht gut. Er hat noch genug Fleisch. Wir haben genug Fleisch auf Lager. Wir können gut was draus machen. Die Biber sind noch irgendwo hier. Ich weiß aber nicht, wo da. Tötet. Tötet alle Biber. Was bist du denn für einer? Vom Professor von Kamm. Oh, ups. Nicht meine Schuld. Kannst dich andermal da hinsetzen. Du holst jetzt wieder erstmal die Pistole und ziehst den Typen aus. Außerdem können wir begraben, wenn wir gerade dabei sind. Dann zieh den erstmal bitte aus. Und. Na gut, du wolltest was essen, ne? Ja, dann. Nein, die sollst du nicht ausrüsten. Dein ist besser. Aber die kannst du wegtragen. Schlecht, übel und schäbig. Die verlassen die Kolonie, okay. Da können wir jetzt endlich was hinbauen. Diverses. Funkanlage. Ja, ein schönes Funkfeuer. Bam. Sehr gut. Und dann können wir noch sagen, Böden, Holzboden. Zapp. Und einen nach dem anderen machen wir jetzt. Denn hier ist ja der Holzboden fertig. Bitte töte ihn schneller. Ist echt peinlich, Abak. Was du hier leistest. Mensch, Mensch. So, jetzt gehst du aber bitte vorher den begraben.
Auch wenn du den verrottenden Leichnam jetzt durch die Gegend schleppen musst. Aber so ist das manchmal. So, und jetzt holst du den ganzen Kram, bitte. Ja, würde ich gerne so eine Massendesignierung machen. Aber so, bam, alles, was da liegt, nimm. Geh holen jetzt. Die sind voll, also sollten wir den Schalter betätigen. Aber wir sorgen dafür, dass das dadurch immer versorgt wird mit Strom. Und das ist gut. Unser Lager wird immer, immer versorgt. Okay, gleichzeitig sollten wir... Das hier lassen wir jetzt mal so. Und dann machen wir hier jetzt... den Befehl, hier weiter abzubauen. Na, das ist natürlich... das ist even. Das ist doch scheiße. Ja, müssen wir eh so abbauen. So. Und dann machen wir... Ich denke mal, so ist dann okay, oder? Ich glaube schon. Machen wir hier erst nochmal einen kleinen Raum rein. Und gucken mal, was da so alles drin ist. Und können ja noch ausweiten. Okay, du baust. Du baust mit. Wieso krabbelst du da drüber? Über die empfindlichen Solarzellen, Mädchen. Ach ja. Noch eine Besuchergruppe. Besuchergruppen können ruhig noch ein paar kommen, da habe ich nichts dagegen. Finde ich ganz okay. Tiere? Hase, sterben. Los. Hasen sterben müssen, tun, sollen, dürfen, sein. So, noch ein Hasen. Okay. Die sind auch noch designiert als töten. Wunderbar. Wir haben gerade genug zu essen. Das ist super gut. Das gefällt mir. Die Frage ist, haben wir auch noch genug Platz? Für den ganzen Kram, der da noch rein soll. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Oh nein, wieso haben wir keinen Strom? Ach, weil das jetzt keine Verbindung mehr mit den... Oh. Nee, wartet. Das lassen wir so, aber... Nee, das wäre schlecht, weil dann hat es ja trotzdem Verbindung mit den Dingern. Nee. So doof. Nee, lassen wir mal wieder an. Machen wir da doch noch einen Schalter hin für so einen Fall. Und verbinde es stattdessen so. Ich könnte die Stromkabel jetzt auch da entfernen, aber das mache ich nicht. Das bringt mir nichts. Okay, ich will, dass das immer Strom hat. Immer, 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 immer. Ich dachte nicht, dass das dann ausgeschaltet wird hier. Das hätte nicht sein dürfen eigentlich. Denn wir müssen dafür sorgen, dass das hier niemals mehr verdirbt. Das wäre echt schlecht. Und hier sollen aber nicht nur Ressourcen drin sein. Ich will hier auch, naja, sowas drin haben wie... Warte mal, das hier können wir auch gleich wieder wegmachen. Können wir denn jetzt anders dahinstellen, wenn ich das noch erweitere? Diverses... So, machen wir dann einfach hier hin. Ist ja nicht so schlimm. Da soll nämlich auch noch die Kleidung rein. Und ich glaube nicht, dass die... Die braucht nur ein Dach. Die braucht jetzt nicht irgendwie Kleidung. Nein, den brauchen wir nicht. Und die Medizin muss auch erstmal da oben drin sein. Und ich werde sie hier aber rausnehmen, die Kleidung. Jetzt bringen wir das erstmal weg. Avax soll aber noch die Hose hier mitnehmen. Sie bringt uns nicht viel, diese Hose oder sowas. Oder der ganze andere Kram. Aber sie bringt uns etwas. Und das ist besser als gar nichts. Und das ist es mir wert, dass er nur mal dahin rennt und es zu uns runterholt. Na, guck mal, hier wird schon fleißig gemacht. Sehr gut. Wunderbar. Das hier ist so gut wie fertig. Jetzt können wir anfangen, hier abzureißen. Nee, ich will die Wand da noch lassen. Weil die wofür es gut ist. Ich dachte schon, was war das denn? Aber der hackt ja nur die Wand kaputt. Sie! Oh, guck mal, sie hat sogar angezogen, die Mütze. Das ist ja super. Ich weiß nicht, ob ich das mal befohlen habe, aber ich glaube nicht. Ja, wunderbar. Guck mal, so muss das laufen.
Schön schnell. Schnell und gut. Wir haben leider kein Holz, ne? Es ist ein Grauen. Das Dumme ist, dass das hier jetzt ganz schön überladen wird. Bist du jetzt auch am Schlafen? Ja, jetzt sind sie gerade alle am Schlafen. Wer steht als erstes auf? Und hoffentlich hat ihn jemand gefüttert. Jetzt wird er wieder grantig. Du darfst nicht bauen, ne? Doch, darfst du. Wahrscheinlich nur mit unglaublich niedriger Priorität. Sehr gut. Jetzt ist der nämlich da, dann können wir ihn ausschalten. Und wenn der ausgeschaltet ist, dann dürfte kein Strom mehr dahin fließen. Das heißt, den kriegt trotzdem noch Strom durch die Batterien. Dann können wir die so ein bisschen aufbrauchen. Ich muss nur aufpassen, dass ich die halt nicht versaue damit. Dann statt die mal da runter zu tragen, wo sie hingehören. Ah. Mensch, Luini. Du willst eh jagen, dann kannst du aber auch gerade schnell nochmal den Kram hier reinholen. Bevor die Qualität noch schlechter wird. Miss Carsonelli, wie wär's, wenn du das gerade mal schnell baust? Really? Denn zu bauen? Unglaublich. Das war ein bisschen buggy gerade. Jetzt baust doch fertig, bitte. Dankeschön. Wir haben doch genug Zeug. So, jetzt weiß ich, jetzt kann ich nämlich Händler finden. Also wissen, wann einer da ist. Sofern das Ding irgendwann mal Strom hat. Damn it. Ich wurde verpeilt. So. Das Blöde ist, da wo Leitungen sind, können die halt auch platzen und explodieren. Und unschön. Schon wieder der nächste Tag, Mensch. Es geht ganz schön schnell, wie hier die Tage rumgehen. Richtig, richtig schlecht. Befehle, Objekte entfernen. Ich kenne die Shortcuts nicht, Leute. Denn ja, das mit 1, 2 und 3, okay, so war das. Aber ich wüsste nicht, was man hier für diese Dinge als Shortcuts hat. Okay, F1, F5, F6, F7, F8. Super. Aber für den Architekten gibt's keins. Das ist auch nicht. Keine Ahnung, Leute. Muss ich mal durchgucken in der Steuerung. Bereit zum Ernten. Warum erntet eigentlich noch niemand? Ruba und Avak. Beide sollen ernten. Wie wär's, wenn ihr das mal tut? Ja, kann's gerade noch versuchen. Noch eine Vorratskapsel. Oh yeah. Elefantenfleisch. Cool. 7% Chance. Oh, Roomba ist besser geworden. Das ist sehr gut. Wie wär's, wenn du mal erntest? Warum kann er nicht ernten? Ich glaube, das ist Ernten, ne? Ist mir egal, du sollst nur ernten. Wir brauchen den Quatsch. Ein Urbworld-Entrepreneur namens Sieg Castaneda ruft aus der Nähe. Er wird von Piraten der Mörderisch-Gang gejagt. Er fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Wie logisch ist er 38 Jahre alt? Das wäre sogar gut. Ich werde gegen die Piraten kämpfen müssen. Wir versuchen's. Hoffentlich bist du gut, Junge. Es geht. Du bist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist leider habgierig, das ist nicht so gut. Du hast eine alte Bisswunde von der linken Hand, das ist aber nicht so schlimm, denn du wirst auf jeden Fall unser Aufseher. Okay. Ja, du kannst den Aufseher noch auf 2 haben. Okay, schalte auch bitte. Sonst bist du in gar nichts wirklich gut. Landwirt. Yeah. Du wirst unser Aufseher und Landwirt. Sehr gut. Ist zwar nicht so toll wie ein Roomba, aber ist egal. Avak ist so ein bisschen unser Allrounder. Nicht so schlimm. Passt schon. Wir werden gegen die Schweine kämpfen müssen. Ich
Bin gespannt, wann die kommen. Ich mache mal einen Speicherstand dafür. Ich safescam mir jetzt ein bisschen, einfach um euch auch ein bisschen mehr vom Spiel zeigen zu können, Leute. Angriff. Sie greifen direkt an. Drei Leute. Drei Leute ist nicht so wild. Hast du eine Waffe? Du hast sicher keine Waffe. Nein, natürlich nicht. Kannst du mit der Waffe umgehen? Überhaupt nicht. Super. Wie wär's, wenn du dieses Stahlmesser nimmst? Oh, und du kannst noch ein sehr toller Reiniger für uns werden. Nämlich hohe Priorität. So. Du nimmst das jetzt bitte. Die anderen finden sich alle im normalen Punkt ein. Roomba, du könntest das schnell noch reparieren. Havak kommt dahin. Miss Carsonell kommt dahin. Ach ne, sie kann ja jetzt auch feuern, ne? Dann soll sie besser dahin. Warum hat keiner den Schalter betätigt? Oh scheiße, der ist einfach so beschädigt, dass da nichts funktioniert. Kacke. Ich hatte es mir nicht gedacht, ne? Jetzt, das war jetzt super geil. Oh, endlich. Bitte nicht Ente Elysium. Und du auch noch. Oh, Havak, was rennst du denn da rum? Bist du bescheuert? Ja, lenk sie ab, das ist schon mal gut, aber pass bitte auf. Noch ein Angriff. Ja, nö, ich würde noch mehr schicken, scheiß KI, ganz ehrlich. Das war nicht fair. Mehrere gleichzeitig finde ich absolut nicht fair. Ey, guck mal, wie die automatischen Geschütze aushalten. Das kann ja wohl jetzt eigentlich. Die treffen doch nicht mal. Okay, die haben Shotguns, das ist gut. Das treffen die überhaupt nicht gut. Oh, bitte lass ihn nicht treffen, ne Roomba. Oh, sehr gut, die sind down. Puh. Ihr müsst dummerweise noch ein bisschen da stehen bleiben. Ich würde euch lieber heilen. Das geht nur leider nicht. Shotgun. Shotgun. Aber du kannst nicht, ne? Du bist zu schlecht. Du bist Nahkämpfer. Aber du kannst. Das ist eine normale Shotgun. Wie wär's, wenn du die einfach nimmst? Kannst du? Ja, du bist ziemlich schlecht, ne? Ava könnte ein besseres Gewehr nehmen. Dann kannst du hier hingehen. Du gehst da oben hin. Roomba könnte die Pistole nehmen. Ist immer noch besser als Nahkampf. Kannst wann anders essen. Ja, da kommen nämlich schon die nächsten jetzt. Das wird voll gut. Ach, der ist noch nicht ganz tot. Die klauen die! Die Schweine! Ach so, ja stimmt, das machen die ja, wissen wir ja, dass sie das machen. Na endlich. Ja, du verschwinde. Ich sagte, wenn dein Leben lieb ist, würde ich verschwinden. Drecksstück. Okay, den brauchst du nicht ausziehen, aber den werden wir gefangen nehmen. Roomba. Arbeiten daran. Ihr alle seid von eurer Pflicht befreit. Du auch. Du wirst den retten. Ach ja, ist okay. Das könnt ihr alles nehmen. Sehr gut. Die Trottel, ey. Die verdammten Trottel. Sau gut! Leute, sau gut, wie wir das überstanden haben. Das ist eindeutig eine bessere Sache hier, das. Mit den Geschützen. Das ist eine viel bessere Sache. Haben wir das Bett? Roomba? Mach das Bett fertig. Mach das Bett jetzt fertig. Du gehst nicht vorher schlafen, das sag ich dir. Bis das Bett nicht fertig ist und die Typen hier drin sind. Also die eine Person. Die andere ist entführt worden, dummerweise. Wirst du das Bett jetzt fertig machen? Es ist doch zum Kotzen. Wegen einem Stück Holz oder sowas. Jetzt mach. Really? Solange wie du brauchst? Wer hat schlechte Laune?
Ah, war ganz schlechte Laune, ja, das kann ich mir vorstellen. Wer ist unser Enterlysium, ist der Doktor, ne? Behandel sie. Ihr könnt später ausruhen, wir müssen erst wieder fit werden. Oh, das war gut, Leute, das war eine gute Sache. Wenn sie behandelt ist, wird Avak behandelt. Und der andere Arzt ist Rumba. Gut, Miss Carson ist vollständig geheilt. Avak wird auch bald vollständig geheilt sein. Oh ja. Achso, das andere Fleisch lag da wahrscheinlich auch die ganze Zeit noch rum und ist dann verdorben. Ist egal. Oder sie hat es gerade alles direkt mitgenommen. Apropos. Wo ist es? Scheiße, wo war es? Da. Hol mal bitte das Fleisch. Das Skarabäenfleisch. Ist mir ja wurscht. Aber der ist fast tot. Haben wir denn jetzt das blöde Bett? Guck mal, wenn du jetzt nicht sofort dieses scheiß Bett baust, ne? Bau den Sche. Oh, das gibt's nicht. Wie der immer nur drei Stücke Holz da dran bringt. Es ist unglaublich nervig. Die ver verlieren den, ne? Ja, Enterlysium hat jetzt auch noch eine Infektion. Großartig. Weißt du was, Avak? Behandle ihn. Wir müssen ihn. Der darf nicht sterben an so einer scheiß Infektion. Würdest du ihn jetzt bitte behandeln? Wo bleibt der? Er ist unser Arzt, verdammt. Wenn er stirbt, haben wir ein Problem. Ja, jetzt hat er noch eine Infektion am Kopf bekommen. Großartig. Das ist das Problem, wenn man die nicht direkt behandeln kann. Jetzt auch noch am rechten Arm. Avak, oh nein. Oh, wir haben kein Bett übrig, ne? Toll. Nee, das ist jetzt wichtiger, dass wir die behandeln. Ich dachte, er wurde behandelt. Warum hat er jetzt noch eine blöde infizierte Wunde? Ich hoffe, Enterlysium wird wieder. Sehr gut. Oh, jetzt ist er tot. Na toll. Na toll. Jetzt ist er tot. Das war ja klar. Hätten wir nämlich uns holen können. Das ist gut. Überlegen. Oh yeah, überlegen ist auch sehr gut. 21% Chance. Seht ihr, das ist schon viel besser. Das ist schon viel, viel besser. Ein Piratenhändler. Dann können wir verkaufen den Typen, aber. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Wir haben ganz viel Essen, das keiner reinholt. Castaneda. Außerdem muss ich noch umbenennen. Miss Carson habe ich schon umbenannt. Castaneda. Wen nehmen wir denn da? So viele YouTuber kenne ich jetzt auch nicht. Ich würde sagen, du wirst noch prioritisierend ein Träger. Ach, schade. Brauchen den echt. Enterlysium. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Haben wir überhaupt genug Medizin? Ja, ein bisschen. Wer ist unser. Ah, der ist unser Bester. Kann ich benutzen, aber kein Strom. Sehr gut. Jetzt kann es schon benutzt werden. Wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal dahin gehst? Ach so, übrigens, Leute, der Part ist vorbei. Ich habe schon voll überzogen. Wir machen hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder in das Let's Play RimWorld und hoffen wir mal, dass Avak und Elysium durchkommen. Bis dann. Tschüss. Bitte kommt durch.